Ab wann kann man denn damit rechnen, dass in Syrien bombardiert wird mit Hilfe deutscher Aufklärung? Wir wissen ja, dass wir ab dem 5. Januar hier die vier Tornados in Incirlik dann haben. Und insofern kann ich ihn heute noch nicht bestätigen über die ersten Einsatzflüge über Syrien. Und was ich Ihnen insgesamt sagen kann und hier auch nochmal unterstreichen möchte, ist, dass die Handlung, also die Aufklärung an sich, also der Einsatz unserer Aufklärungstornados, wie auch die Herstellung dieser Informationen, die wir daraus erlangen, gezielt ist auf den Kampf gegen IS. Das ist Sinn und Zweck dieses Mandats und auch Sinn und Zweck unserer Beteiligung in dieser Koalition. Ab wann kann man denn damit rechnen, dass in Syrien bombardiert wird mit Hilfe deutscher Aufklärung? Entschuldigen Sie, da verstehe ich Ihre Frage nicht. Ja, man klärt hier auf, um Ja? zu gucken, was man wo bombardieren kann. Nein. Nicht? Nein. Sondern? Sinn und Zweck, noch einmal, dieser Aufklärungsinformation ist im Kampf gegen IS. So, und das bedeutet, das zu fokussieren auf die Frage, was man wo bombardieren kann, ist mir als Sprecher des Bundesministeriums der Verteidigung zu wenig. Diese Information dient eine Vielzahl, dient der gesamten Operationsführung. Und Sie fokussieren das auf einen ganz geringen Teil. Und das ist nicht richtig so mit dieser Frage. Satz? Aber mit dieser Aufklärung, mit diesen Ergebnissen können Amerikaner, können Franzosen in Syrien bombardieren, richtig? Es Auch wenn geht das nur ein darum, kleiner es Teil aus geht, Ihrer Sicht ist. Herr Jung, es geht darum, noch einmal, dass diese Information den Operationen der Koalition dienen im Kampf gegen IS.